Wie geht es euch heute? Moin, moin. Einen wunderschönen guten Tag. Helene Clairvaux heißt okay. Und willkommen zurück zu Oblivion. Sorry für die kleine Unterbrechung. Ich war jetzt neugierig, wer da war. So, wir sind hier immer noch in Chedinal und warten auf Barentia, die hier irgendwo ihr Unwesen treibt. Muss ich hier vielleicht einfach einbrechen? So. Ich würde gerne wissen, auf mich anzugucken. Hör auf mich an. Okay, ich wollte gucken, was er im Inventar hat. Ich weiß nicht, ob ich hier überhaupt sein darf. Ich würde gerne wirklich mal Barentia sehen, hier in Oblivion. Fremdes Bett. Gemächer des Fürsten. Keine Ahnung, ob ich hier überhaupt sein darf. Also eigentlich darf ich hier nicht sein, aber ich weiß jetzt nicht, ob hier irgendwelche Waffen kommen. Hier ist keine Barentia. Hier auch nicht. Wo soll die sein? Bleibt. Geht. Was kümmert's mich? Hier dürft ihr nicht sein. Ihr müsst gehen. Okay, ich gehe. Wo ist denn Barentia? Wo soll die sein? Ich dachte, die wäre hier. Sieh sich einer diese Muskeln an. Ja, danke für das Kompliment, aber... Rakpana? Es ist herrenlos. Quatsch gehört? Und sagt, Daedra kamen aus Oblivion und brannten die ganze Stadt auf die Grundmauer. Okay, ich glaube, Barentia finden wir hier nicht. Ich war jetzt in jedem Raum. Egal, dann gehen wir zu der Quest hier. Ihr seid's. Hi. Hi, Shelly. Bitte fahrt fort. Geldstrafen. Einen schönen Tag wünsche ich noch. Okay, gehen wir mal weiter. Dann machen wir halt mit der Kriegergilden-Quest weiter. Ja. Und reiten nach Leerwien. Ein Lehrling im Schleichen hält beim Schleichen. Von denen wir zu Ende lesen. Er braucht auch ein eigenes Pferd. Ich wollte jetzt ihren Namen lesen, aber okay. Wo findet man Barentia? Ich fand es jetzt schade, dass wir sie nicht gefunden haben. Aber okay, das wird sich wahrscheinlich noch ergeben. Es wird bestimmt eine Quest geben, wo wir sie finden müssen, mit ihr reden müssen. Und die wird uns dann wahrscheinlich markiert. Ich finde es krass, dass man das hier wirklich, den Turm da, von überall aus sehen kann. Daneben! Wo rennen die beiden jetzt hin?
Die haben es jetzt nicht auf mich abgesehen. Der Minotaurus auch nicht. Ich würde gerne sehen, wer den Kampf gewinnt. Da kommt noch einer. Ist aber auch ein Bandit. Der hat es auf mich abgesehen, okay. Sollen die sich gegenseitig bekämpfen? Oh, eine Person ist schon tot. Okay, egal. Wir gehen weiter. Wenn die ganze Zeit auf mich es abgesehen haben, dann lassen wir das mal. Ich habe keine Lust gerade, gegen die zu kämpfen. Ihr wollt zusehen. Okay, er geht kämpfen. Hä? Selbst die vom Kaiservolk müssen sterben. Uff. Ich glaube, er wird den Kampf nicht schaffen. Wir gehen. Wir wollen ja nach Lea Wien. Aber ich würde wirklich gerne wissen, wo Berencia ist. Also, ich würde die wirklich gerne sehen. Was war jetzt mit den beiden? Dann haben wir Berencia auf jeden Fall in jedem Elder Scrolls Titel, wo sie vorkommt, einmal gesehen. Außer Arena, falls sie da vorkommt. Also meine ich, falls man die da antreffen kann, begegnen kann. Und soweit ich weiß, ist, glaube ich, Berencia irgendwann Ende der zweiten Ära geboren worden. Warum hat er es jetzt auf mich abgesehen? Da ist doch jemand, der mit dir kämpfen will. So, noch ein Wolf. Ich finde, die Brücke ist ein bisschen zu schmal, oder? Mal angenommen, man will hier mit einer Kutsche durchfahren. Oder zwei Personen wollen mit einer Kutsche hier durchfahren. Einer muss dann den Rückwärtsgang einlegen. Befinden und hier, okay. Wieder auf die grüne Straße. Der hat es auch schon wieder auf uns abgesehen. So, Green Road. Ach ja, genau, hier kommen jetzt gleich diese 1000 Bären, die wir in der letzten Folge hatten. Ah ja, und das Ding hier.
frag mich, kann unser Pferd eigentlich wieder respawnen? Wenn es einmal stirbt, meine ich. In Skyrim war das so, wenn ein Pferd stirbt, muss man sich ein neues kaufen. Außer... Boah, der Wecker wieder. So, außer Schattenmähne. Oh, mir juckt die Nase, sorry. Außer Schattenmähne. Schattenmähne spawnt ja irgendwie alle 30 Tage wieder neu, wenn es einmal stirbt. Aber der ist auch... hat eine sehr, sehr starke Regeneration. Also ist eigentlich schon schwer, den zu töten. Das war's mit der Musik. Jetzt, ernsthaft? Der Bär hat jetzt es jetzt auf mich abgesehen. Der Bär, der war mitten im Kampf, aber sobald er mich sieht, wird der Gegner ignoriert und geht auf mich los. Was für ein Fokus die auf mich haben. Habe ich denen getan, dass ich den, dass die es für wichtiger ansehen, mich anzugreifen, statt den mit denen, die aktuell einen Kampf führen? Wir müssen hier auch mehr erforschen, mehr erkunden. Ist es hier aber so, da frage ich ja jetzt bewusst euch, die sich auskennen, ist für jeden Dungeon irgendwie eine Quest vorhanden, die man halt finden muss oder so, dass man wirklich auch alles entdeckt hat dann irgendwann am Ende, wenn es keine Quest mehr übrig gibt? Oder fallen da einige aus und man muss dann irgendwie andere, einige Höhlen, Dungeons und Ruinen und so weiter von selber irgendwie entdecken, erkunden. Wird mich auf jeden Fall interessieren. Da ist wieder diese Wisps. Würde mich auf jeden Fall sehr stark interessieren, gerade auch fürs Let's Play, ob ich mir da dann keine Sorgen machen muss, ob ich alles finde oder nicht. Oder in Morrowind haben wir ja einiges quasi vergessen, sag ich jetzt mal vergessen, weil es war mir da auch irgendwie ein bisschen zu anstrengend, sagen wir mal so, auf Dauer alles vorzulesen. Vor allem, ich habe ja gefühlt in jedem Elder Scrolls Teil alles vorgelesen bisher. Und das war für mich jetzt ein bisschen, also in Oblivion ist es mir jetzt ein bisschen entspannter, dass man da alles einfach nur zuhören braucht und nicht mehr selber vorlesen. Unterströmungshöhle. Ich hoffe, er ist in der Lage, gegen den Dings da zu kämpfen.
Stelle der 5 Reiter. Warum hat eigentlich der ihn so weit hinten eigentlich ihr Eingang? Ist gar nicht so weit hinten. Ich bin nur zu weit geritten. Da fehlt eine Textur. Ich gehe noch mal kurz raus. Ist die wieder da dann? Da ist sie. Okay, da ist das Tor. Das erklärt auch, warum ich das vorher nicht gefunden habe. Dann vorbeigeritten bin. Ich hin? Irgendwo da hinten. Hier hin? Tür zur Campergilde. Mit die muss ich nicht reden. Ach, hier ist er. Wir müssen in Arpenien suchen. Los jetzt, ich folge euch. Okay, Penien. Speichern. Da hinten hin müssen wir. Ich hoffe, er überlebt das alles. Ich glaube, ich werde diesmal sehr viel speichern. Für den Fall sollte er drauf gehen, dass wir dann nochmal neu laden können. Nordosttor. Arpenien, okay, gut, über die Brücke, wie ich hier irgendwo sein soll. Wo ist denn die Brücke? Oder einfach der Straße entlang. Okay, wir laufen einfach mal der Straße entlang. Komm, Löwenpelz nehmen wir ein andermal mit. Für wen bräuchten wir eigentlich nochmal das Löwenpelz? Das ist jetzt die Frage. Verderbnis und Bewusstsein, das Geheimnis des Tals, eine verratene Bruderschaft, Clavicus Wiele. Einer von Clavicus Wieles Jüngern sagte mir, dass zur Beschwörung des Daedra eine Abgabe von 500 Goldstücken am Schrein dargebracht werden muss. Paranoia, kaufe ein Haus in Bravil, unfreundlicher Mitbewerber, der etwas zu verbergen hat. Sollte ich nach Geschäftsschluss ein Auge auf ihn haben? Auf ein Haus in Leerwien, ein Messer im Dunkel, die Arena, die Arena. Der Vater Morgenröte, Molag Bals Jünger, sagte mir, dass ich zur Beschwörung des Daedra während der Nacht einen Löwenfell als Opfer bereichen muss. Shehura Ferul Ravel sagte mir, ich bräuchte einen geringeren Seelenstein, einen Kopfsalat und etwas Garn als Opfergabe für Shehura. So, dann haben wir... Okay, wir haben noch nicht alle Daedra-Schreine, also noch lange nicht alle. Wir haben jetzt insgesamt nur 4 gefunden.
So, das ist Apenien. Oder? Nee, das ist Apenien. Okay, ich wollte schon fast in das Dorf reinrennen. Aber trotzdem, was die Dungeons und so weiter angeht, in Verbindung mit Bess, da dürft ihr mir gerne sagen, ob ich wirklich dann hier alle Dungeons, alle Oblivion-Tore und so weiter im Laufe der Quests irgendwann finde. Oder ich wirklich aktiv die Suche danach machen muss. Okay, hinter dem Dings. Ich würde gerne eigentlich das Schrein von Azura mal finden wollen. Da ist schon Apenien. Frag mich eigentlich, wie verdient der Rattenkurt hier eigentlich ihr Geld? Wenn die all ihre Zeitungen, sag ich jetzt mal, kostenlos zur Verfügung stellen. Und die Spender? Steintür nach Apenien. Speichert automatisch, glaube ich, wenn wir reingehen. Ja. Dein Ernst? Einfach mich an. Ist das eine Tür? Nö. Wo ist der Verehrer? Wir brauchen Licht. Schlammkrabben? Warum ist Schlammkrabbe hier? Kommen wir da ran? Nö. Also da können wir nicht mitnehmen. So, wir sind hier. Sehen wir uns einmal um. Gerüchte? Hey! Seid ihr nicht die, die man die Heldin von Quatsch nennt? Die das Oblivion-Tor schloss und die Stadt vor dem Unglück bewahrte? Später. Okay. Ich bin wieder die Heldin von Quatsch. Azani Schwarzherz ist nicht hier, weder tot noch lebendig. Diese Bastarde. Es gab keine Schlacht. Azani muss eine Absprache mit der Dunkelforstorte gehabt haben. Ich denke ja, dass sie ihn dafür gezahlt haben. Sie holen die Waffe für Argot, streichen den Lohn ein und sagen Azani, wo der Magier ist. Für Schwarzherz ist es einfach, das Geld für die Waffe zu bekommen. Was machen wir jetzt? Wir finden Schwarzherz und holen uns diese Waffe. Wir erfüllen diesen Auftrag. Und dann lassen wir alle in Cyrodiil wissen, was hier passiert ist. Schwarzherz ist von den Ruinen der Eilight fasziniert. Es gibt eine nordöstlich von hier namens Atatar. Ich wette, er hat seine Basis dorthin verlagert. Ich gehe voran. Wir werden es ihnen zeigen. Ich bin. Wir sind aber hier noch nicht fertig, aber okay. Er geht voran, das heißt, ich werde ihn da wahrscheinlich antreffen. Dann kann ich hier weiter erkunden, oder? Brauche mir auch keine Sorgen zu machen, dass hier irgendwer drauf geht. Mit Ausnahme von mir selbst. Hat es mich angegriffen? Yo.
Oh, ein Reparaturhammer. Soll mich nie nochmal angreifen? Ich dachte, das könnte man mitnehmen. Reparaturhammer. So. Okay, was will mich angreifen? Die kleine Ratte. Wo führt das alles hin? Okay, wir sind jetzt wieder hier. Tranker, starker Trank Bannung. Und wir sind wieder voll. Wo ist der Verehrer, wenn man den mal braucht? Ich hätte gern mehr Licht. Ich glaube, hier gibt es nichts. Außer giftige Dämpfe. Und ein bisschen Kleinviech. Cool, warte, da haben wir eine Treppe übersehen. Hier. Oder? Das haben wir tatsächlich übersehen. Ha! So, das und das. Okay, dann machen wir uns auf den Weg nach Atata. Da müssen wir durch. Autsch. Und es hat mich erwischt. Ich denke, die Waffe wegstecken. Achso, ich muss ihm direkt folgen. Ja, gut. Und wie sieht's jetzt wieder? Er hat wieder Schaden. Modrin, wir können gerne auch ruhig schneller. Ich hätte kein Problem damit. Wir brauchen nicht entspannt zu laufen. Wird noch gefährlich genug. Modrin.
Schwarzes Pferd. Wer bist du? Kurier. Wahrscheinlich ihr schwarzes Pferd. Er wartet die ganze Zeit auf mich. Oh nein. Heißt das, ich muss jetzt in dem Tempo hinterherlaufen? Ist ja genauso schlimm wie in Kingdom Come, wenn ich da überladen bin und dann diese eine Stunde Laufwege mache, wie die Videos. Nur jetzt bin ich unfreiwillig dazu gezwungen, also nicht mal selbst verschuldet, meine ich, so viel zu laufen, also zu gehen. Ah, schön, dass ihr wieder zu uns gefunden habt, werter Verehrer. Genau hin. Was hatte er gesagt gehabt? Atalan. Atata, hier. Okay, ist sogar nicht mal weit. Ich wünsche zu lassen, er wäre ein bisschen schneller. Ist das noch? Da oben schon? Okay. Kann ich schon vorgehen oder hält er dann auch an? Obwohl ich scheine anscheinend noch im Radius zu sein. Oder es liegt an Atata, wenn ich da hinten in die Nähe komme, kommt er entgegen oder hinterher. Ist nur doof, dass er 1000 Jahre braucht in dem Tempo. Ah, okay, so eine Ruine ist das. Der Athletik ausgebildet. Er ist hier irgendwo, ich weiß es. Läuft er jetzt mir hinterher? Okay, jetzt laufen die mir hinterher. Ich glaube, ich muss hier entlang. Okay.
Kann es sein, dass unser Verehrer jetzt tot ist? Wie sieht es mit deiner Gesundheit aus? Ich glaube, der hält es nicht mehr lange. Dass ihr hier aufgetaucht seid, war der letzte Fehler. So, das nehmen wir mit. Glasdolch. Können wir verkaufen. Nitrile Brustharnisch. Ich glaube, das wäre auf Dauer nicht viel wert. Sieh zu, dass du dich heilst. Ich weiß nicht, wie ich dich heilen kann. Wir hätten vielleicht zuerst der Magiergilde beitreten sollen. Ich glaube, da wird mit ihm noch richtig übel. Zu den Waffen! Zu den Waffen! Ach, er ist bewusstlos. Okay. Ist bewusstlos, okay. Was ist das? So ein. Ach, ich dachte schon. Gibt hier noch jemanden? Zu den Waffen! Zu den Waffen! Schon verdammt! So, Bandit, was hat er? Nichts von Wert. Okay, da bin ich froh, dass er nur bewusstlos werden kann. Liegt bestimmt daran, dass er noch gebraucht wird. Zu den Waffen! Zu den Waffen! Oh, der ist aber viel wert. So, hier hat sie nichts. Was ist mit dem? Hat nichts. Ist das was wert? 200 reicht mir nicht. So, hat er irgendwas? Nope. 800. So, 27 Gold. Okay, ich bin froh, dass er nur bewusstlos werden kann. Wir lassen die Steine mal in Ruhe. So, jetzt ist die Frage, wo müssen wir eigentlich hin? Okay, das hat hier aufgemacht. Ich glaube, hier wäre dann wahrscheinlich hier irgendwo noch ein Knopf oder so, dass wir hier entlang müssen. Mir, was ihr da habt. Ja. Hier war noch eine Ratte. So, jetzt sind wir hier unten. Da passiert nichts, okay. Ich hatte gedacht, da passiert zumindest irgendwie irgendwas. Atata Helianga und Atata Helianga. Wir müssen da oben lang. Okay, gibt es hier einen Weg wieder hoch? Der Seite nicht. Der anderen Seite vielleicht? No, okay, wir haben nur die eine Tür.
So, ich gehe mal einmal kurz nochmal alles reparieren. So, das. Epische Kämpfe mit Schlammknaben. Ach so, Leben ist schon voll. Okay, gehen wir wieder darüber durch die Tür. Verbessert, nice. Wann kriegen wir die nächste Stufe? Ich schau mal eben, wann wäre es soweit? Okay, ich glaube, 5 müssen wir noch machen. 5 Verbesserungen von den Hauptfertigkeiten. Ich glaube, wir müssen da runter. Nee, nicht hier lang. Hier lang? So. Thornton, etwa. Jetzt ist Schluss! Autsch. Den nehmen wir mit. 300 reicht mir nicht. Zwergendolch. Den nehmen wir mit. Silberdolch. Okay, da kommen wir, glaube ich, nicht mehr hin, oder? Wie wären wir jetzt hier hingekommen? Da hinten, glaube ich, oder? Wir gehen aber trotzdem mal weiter zu der Markierung. Er findet schon irgendwie seinen Weg zu uns. So, Gift heilen. Wo seid ihr? Ah, er hat seinen Weg zu uns gefunden. Was ist das? Oh, ja. Das war Sani. Tu euer Schlimmstes. Alter. Orain und ich haben Asani Dunkelherz gefunden und besiegt. Was hat er hier? Sündeweber. Elfenbrustharnisch. Elfenbeinschienen. Elfenhandschuh. Elfenstiefel. Kann ich die alle mitnehmen? Schwarzherzring. Azani Schwarzherz ist tot und unsere Brüder sind gerecht. Ja. Endlich ist er tot. Gute Arbeit. Habt ihr seinen Ring gefunden? Ich möchte ihn als Beweisstück, dass es nicht die Dunkelforstrotte war, die ihn besiegt hat.
Gut, dass wir ihn ausgeschaltet haben. Ich brauche seinen Ring, damit ich beweisen kann, dass wir es getan haben. Okay, hier. Ihr habt es. Gut. Damit kann ich beweisen, dass wir ihn umgebracht haben und nicht die Dunkelforstrotte. Das habt ihr gut gemacht. Nun hebt euch hinfort. Ich gehe zurück nach Koroll. Wenn es mehr zu tun gibt, werde ich es euch wissen lassen. Okay, wie sieht es mit meinem Fortschritt aus? Ihr habt Beeindruckendes geleistet. Deshalb sollt ihr den Rang eines Wächters der Kämpfergilde erhalten. Oh, wir sind jetzt Wächter? Nice. Bleibt dran. Jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir hier dann wieder raus? Wahrscheinlich hier. Schmuckkiste. Das nehmen wir mit. Bringt es mir was, alles überhaupt hier zu lesen? Verbessert sich irgendwas? Ich werde jetzt doch nicht mehr alles lesen. Also, nice. Haben wir irgendwelche Einschränkungen bekommen? Nö. Das hier hin. Das führt nirgendwo hin. Ich brauche hier auf jeden Fall einen Ausgang. Ah, okay. Ich hoffe, Mordrin findet auch einen Weg hier raus. Ich glaube, ich habe hier ein kleines Problem. Hier kommen wir nicht raus. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir hier raus? Wir müssen irgendwie dahin. Los, wie? Hier rum. Aber der Schlüssel ist da. Der Türöffner. Oder kann ich von hier irgendwie da rüberspringen? Sieht nicht danach aus. Hier ist ein Weg. Da war doch nur noch eine Tür, die wir nicht durchgegangen sind. Ja, okay. Okay.
das der Ausgang? Sieht danach aus, ja. Er hat's nicht geschafft. Autsch. Er hat das wirklich nicht geschafft. So. Und draußen ist hell geworden. Dann haben wir Atata jetzt auch abgeschlossen. Und wir brauchen jetzt einen Weg nach Koroll, beziehungsweise wir gehen jetzt erstmal zurück nach Lervi, holen unser Pferd da ab, verkaufen die Sachen auch erstmal dort. Ich muss Richtung Westen. In die Richtung. Ich dachte, da steht 100 irgendwer. Da steht jetzt jemand, der auf Stress aus ist. So, 300. Nichts von Wert für uns. Muss ich was wieder reparieren? Das auf jeden Fall. Komm, einmal alles reparieren, was wir hier haben. Welche Stufe sind wir jetzt mit den Schmieden? Waffenschmied 44. Nice. Schwert kam sogar schon auf 99. Eine Verbesserung noch, dann sind wir Meister. Nice. Und dann müssen wir uns auf eine andere Waffe spezialisieren. Was haben wir hier noch? Rumpfe Waffen würde ich machen danach. Oder Schütze. Ich glaube, Schütze würde Sinn machen, dass wir danach den Schützen irgendwie skillen. Ich glaube, würde Sinn machen, weil wir den Bogen auch immer mit dabei haben. Und wir auch mal unsere Pfeile verbrauchen müssen, die wir haben. Auch wenn die viel wiegen, die müssen wir mal ein bisschen reduzieren. Das wäre das nächste, was ich dann machen wollen würde. So,
Rattenkurier hat wieder was... Tut mir leid, keine Zeit zum Reden. Ich muss diese Exemplare des Rattenkuriers ausliefern. Habt ihr von der Schwarzwaldrotte gehört? Lest alles über sie. Okay, haben wir wieder ein neues Pergament bekommen dazu. Aber... das ist niemals neue Infos. Also wahrscheinlich genau dasselbe, was wir vorhatten. Ja, genau. Zweimal das gleiche. Warte mal. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte hier schwere Rüstung und leichte Rüstung müssten wir auch mal skillen. Da sind wir zwar bei 8, aber... was ist die beste leichte Rüstung, die man hier haben kann? Vulkanglas? Oder gibt es hier eine Elaine-Rüstung? Wenn es eine Elaine-Rüstung gibt, dann würde ich mir so eine Elaine-Rüstung irgendwie holen wollen. Wenn das die beste ist. Boah, ich hoffe eigentlich im nächsten Elder Scrolls Teil, also Elder Scrolls 6, wenn das rauskommt, dass da auch wieder ein bisschen mehr zu den Eladen was gibt. Ich würde wirklich eine der südlichen Regionen mir wünschen. Also Somerset, Valenwald, Elsewhere. Obwohl Elsewhere nicht unbedingt, aber Valenwald und Somerset. Weil... das ist ja auch irgendwie so eine Elaine-Provinz gewesen, die sich ja bis Cerodiel ausgeweitet haben. Und dann Skyrim, Hammerfell und Morrowind waren halt von Dwemer. Elsewhere und Blackmarsh waren halt ganz normal irgendwie von den Tiermenschen, die... also den Argonian und den Khajiit. Ich glaube, die waren von Anfang an da. Was wollt ihr? Ich will Sachen verkaufen. Kommen wir zum Geschäft. Genau. So, den wollen wir. Ein guter Preis für einen guten Kunden. Den wollen wir loswerden. Glas. Ein gutes Geschäft. Sündeweber, den behalten wir mal. So, die... das klingt... das klingt... ein gutes... so, haben wir sonst noch was? Den Rubin? Ein guter Preis. Den Nugget? Den Skelettschlüssel behalten wir. Empfehlt mich euren Freunden. Seht euch vor. So, aber ich würde sagen, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!